Wer ein Gerichtsgebäude betritt, sei es als Kläger oder Beklagter, hat für die Architektur des Gebäudes wohl kaum einen Blick übrig. Manchmal haben aber auch diese Amtshäuser eine interessante Geschichte, so wie das Landesgericht Krems. In unserem heutigen Kulturerbe wollen wir den Fokus auf das Gerichtsgebäude lenken. Es sollte bereits 1913 gebaut werden, doch der Erste Weltkrieg hat dieses Vorhaben verhindert. So wurde das Großprojekt 1930 in der jungen Ersten Republik begonnen, als Zeichen einer neuen Zeit mit unabhängiger und moderner Rechtsprechung. Musik. 1930 wurde mit dem Bau des Landesgerichtsgebäudes auf dem Südtiroler Platz begonnen, im damals modernsten Stil der neuen Sachlichkeit. Der Architekt war Franz Sturm. Außen wie innen ist das denkmalgeschützte Haus im Stil nahezu unverändert geblieben. Es war in den 1930er Jahren mit 4,8 Millionen Schilling das teuerste Bauvorhaben der Ersten Republik und wurde vor allem in Angriff genommen, um der hohen Arbeitslosigkeit zu begegnen. 30 Kilometer Stromleitungen, die verlegt wurden, 3 Millionen Ziegel, die hier verwendet wurden, um dieses Gebäude zu errichten, und 940.000 Arbeitsstunden wurden verwendet. Weder die Bauzeit von 3 Jahren noch die Kosten wurden damals überschritten. Auffallend sind die überlebensgroßen Figuren über dem Eingang. Nach heutigem Stand der Forschung stellen sie, von links nach rechts aufgezählt, einen Richter, einen Staatsanwalt, den Gesetzgeber und einen Rechtsanwalt dar. Die beiden äußeren Figuren stammen von Josef Horak, die beiden inneren von Christa Vogelmeier. Vor dem großen Schwurgerichtssaal hat 1932 der Künstler Leopold Schmid die 7 Hauptsünden dargestellt, jeweils mit einem positiven Gegenstück. Für sie als auch für die Schönheit und die Eleganz des großen Schwurgerichtssaales werden Menschen, die einen Gerichtsfall zu klären haben, verständlicherweise wenig Aufmerksamkeit übrig haben. Die Gerichtssäle werden derzeit behutsam modernisiert. Auch in dem Raum, wo wir hier jetzt stehen, bleibt natürlich auch die Digitalisierung nicht stehen. Wir sind ja im Umstellungsprozess auf den elektronischen Akte. Wir werden hier an den Wänden Bildschirme anbringen. Auch dabei ist natürlich immer wieder das Bundesdenkmalamt eingebunden. Und wir bekommen allerdings im Regelfall auch entsprechende Genehmigungen. Obwohl 1930 errichtet, bietet das Gebäude bis heute noch genug Platz für alle Aufgaben. Der Platz reicht durchaus. Wir haben hier die Staatsanwaltschaft im 2. Stock, das Bezirksgericht im Erdgeschoss und das Landesgericht im 1. Stock untergebracht. Nicht immer war die Rechtsprechung einfach in diesen letzten 100 Jahren. Denken wir nur an den Ständestaat, die Nazizeit und die Zeit der sowjetischen Besatzung. Während der Nazi-Diktatur wurden die Gemälde vor und im Schwurgerichtssaal als undeutsch betrachtet und übertüncht. Teile davon wurden 1982 vom Künstler selbst wieder freigelegt. Die sowjetischen Besatzer nutzten den Schwurgerichtssaal auch als Kino. Zwischen dem Steiner Tor und dem Gerichtsgebäude wurde ein Friedhof für verstorbene russische Gefangene angelegt. Er wurde 1960 aufgelöst. Den Namen Landesgericht erhält das Gebäude erst im Zuge einer Justizreform 1993.